Da das letzte Was-wäre-wenn-Video bei euch so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich setze mich einfach mal hin und schreibe mal die Geschichte für eine Fortsetzung dieses Was-wäre-wenn-Szenarios. Ja, dieses Was-wäre-wenn hier in dem Video basiert auf dem Was-wäre-wenn, was ich schon davor hochgeladen hatte. Dieses Video habe ich dir mal hier oben verlinkt, das solltest du auf jeden Fall gesehen haben, bevor du dieses Video hier siehst, weil die hängen nämlich sehr stark miteinander zusammen. Chronologisch gesehen müssten wir jetzt eben mit The Lost World weitermachen. Das stimmt auch im Großen und Ganzen. Allerdings haben mich einige von euch darauf hingewiesen, dass ich ja Dennis Nedry aus der Gleichung genommen hatte. Und das stimmt wirklich. Den lieben Nedry habe ich hierbei nicht beachtet, weil ich mir gedacht habe, komm, Nedry wird denselben Tod erleiden, wie eben auch im Original Jurassic Park Film, wie wir ihn gekannt haben. Anhand des Titels und des Thumbnails werdet ihr schon gesehen haben, was ich als nächstes vorhabe. In diesem Video sprechen wir das Szenario, was wäre, wenn Dennis Nedry die Embryos an Louis Dodgson weitergegeben hätte. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Was-wäre-wenn-Video. Ja, in diesem Video springen wir noch einmal zurück auf die Isla Nublar, nämlich zu dem Moment, in dem Dennis Nedry die Embryos aus der Kühlkammer der Forschungsstationen, der Labore herausnimmt und sie eben stiehlt. Hierzu wäre es ganz wichtig, sich einmal anzuschauen, welche Embryos Nedry denn wirklich an Louis Dodgson weitergeben möchte. Das ist für spätere Was-wäre-wenn-Geschichten noch essentiell. Dennis Nedry entwendet sowohl den Embryo eines Gallimimus als auch eines Tyrannosaurus Rex, eines Velociraptors und eines Proceratosaurus. Das sind zumindest die essentiellsten Dinosaurier, die ihr euch jetzt im Hinterkopf behalten müsst, für eben noch spätere Geschichten. Soweit sind wir aber auch noch mit dem Film d'accord, also genau das ist auch im Film passiert. Der Unterschied in diesem Was-wäre-wenn-Szenario ist jetzt eben das, dass Nedry auch bei seiner Flucht mit dem Auto keinen Unfall baut. Das heißt, er trifft nie auf den Dilophosaurus, er wird nicht gefressen, er kommt überhaupt nicht in diese missliche Lage. Er schafft es direkt bis zum Boot hindurchzukommen und trifft dort den Kontaktmann an, mit dem er zusammen von der Isla Nublar zusammen mit den Embryos flüchten kann. Sicher an Deck des Bootes angekommen und im Frachtraum sitzend, bittet Dennis Nedry dann aber seinen Kontaktmann um ein persönliches Gespräch mit Louis Dodgson. Denn er macht sich große Sorgen darum, wer vielleicht weiß, dass Nedry hinter dem Ganzen steckt. Sollte zum Beispiel John Hammond den Vorfall überlebt haben, was er ja nicht hat, das wissen wir aus unserem letzten Szenario. John Hammond hat in diesem Was-wäre-wenn-Szenario die Geschichte im Jurassic Park nicht überlebt. Sollte er aber überlebt haben, würde John Hammond wissen, dass Nedry dahinter steckt. Von den Embryos würde er vielleicht gar keinen Wind bekommen haben, dass die entwendet wurden, weil sich die Gruppe ja um andere Sachen Gedanken machen musste. Aber dass Nedry hinter dem Ganzen steckt, das war ihnen bewusst. Doch nicht nur der von einem Velociraptoren gefressene John Hammond wusste davon, dass Dennis Nedry für den Ausfall der Stromzäune und ebenso viele Tote verantwortlich ist. Auch Ray Arnold und Robert Muldoon wissen das. Ja, Ray Arnold habe ich im letzten Video auch nicht erwähnt, der hat aber eben in diesem Was-wäre-wenn-Szenario auch exakt dasselbe Schicksal erlitten, wie auch im Film, also er wurde beim Versuch, den Strom anzuschalten, von einem Velociraptor gefressen. Robert Muldoon hingegen hat ja das Abenteuer aus dem Was-wäre-wenn-Szenario davor überlebt, also er kam lebend von der Isla Nublar. Und auch Robert Muldoon weiß, wer für den Ausfall der Zäune verantwortlich ist. Dass Muldoon überlebt hat, würde Nedry in wenigen Tagen klar werden, wenn er den Fernseher einschalten würde und Alan Grant, Ellie Sattler und Robert Muldoon bei einer Pressekonferenz zum Jurassic Park erblicken würde. Muldoon, der es zwar nicht wirklich beweisen konnte, sprach es aber klar und deutlich in die Kamera, und zwar vor einem Millionenpublikum. Wir haben Grund zur Annahme, dass der Mitarbeiter Dennis Nedry schuld an den Vorfällen im Jurassic Park ist. Dieser verdammte Bastard. Nur mit der Ruhe, Nedry. Es gibt keinen Grund, jetzt fahrlässig zu werden. Louis Dodgson mag ein Gauner sein, aber ein Genie ist er auch. Sie wurden nicht gesehen, oder, Nedry? Nachdem sie unter dem Vorwand ein paar Snacks und ein Getränk zu besorgen verschwanden. Richtig? Niemand hat mich gesehen, keuchte Dennis Nedry mit schwitziger Stirn. Also, begann Louis Dodgson, doch er wurde unterbrochen. Also werde ich nun hoffentlich auch in den neuen Plan eingewiesen, Louis, sagte niemand Geringeres als Henry Wu. Ja, in diesem Szenario treffen Henry Wu, Louis Dodgson und Dennis Nedry aufeinander. Nachdem Nedry Louis Dodgson nämlich seine Ängste erläutert hatte, dass der ganze Fall aufliegen könnte, sobald herauskommt, dass Dennis Nedry noch am Leben ist und hinter dem Ganzen steckt, könnte die Spur auch letztendlich zu Louis Dodgson und somit auch zu Biosyn führen. Dodgson hat kurz nach diesem Gespräch mit Nedry
eben diesen und auch Dr. Henry Wu zu sich in die Zentrale einberufen, um seinen Plan noch einmal genauer zu besprechen. Es dürfen keine Fehler passieren. Immerhin hat Dutchson jetzt die Embryos aus dem Jurassic Park. Er ist so nah an seinem Ziel dran. Und das darf jetzt nicht mehr scheitern. Der Plan wird nicht großartig verändert, Henry. Ihre Forschungen mit den Embryos werden ungehindert beginnen können. Ich bezweifle, dass Hammond die Kontrolle über Ingen überlassen wird, sollte er überlebt haben, nach dem, was er getan hat. Sie begeben sich, wie von ihnen gewünscht, zurück zu Isla Nubla, um ihre Forschung zu sichern, während Mr. Nedry hier zusammen mit meinem Team zur Anlage B reisen und dort ein gesichertes Lager aufbauen wird. Dort werden wir ihnen alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen, Henry. Dennis Nedry steht also im Raum zwischen Louis Dutchson und zwischen Henry Wu und belauscht das Gespräch so ein bisschen. Ihm ploppen ganz viele Fragezeichen im Kopf auf, weil er nicht genau weiß, worauf das überhaupt hinauslaufen soll. Nedry starrte Wu also verwirrt an. Sie? Fragte er. Ich, erwiderte Wu mit einem Lächeln. Was ist los, Nedry? Sind Sie so erschrocken, weil Sie gehofft haben, dass ich Ihrer Sabotage zum Opfer gefallen wäre? Oder weil Sie keine Ahnung hatten, dass Dutchson zwei Kontaktmänner im Park hatte? Zwei Kontaktmänner? Ja, in diesem Szenario wurde eben nicht nur Dennis Nedry angeheuert, sondern auch Dr. Henry Wu ist der Manipulation von Louis Dutchson zum Opfer gefallen. Das Interessante an diesem Storystrang wäre aber gewesen, dass Louis Dutchson mit seiner Manipulation erneut eine Diskussion ins Laufen gebracht hätte, die vielleicht wir als Zuschauer nach hätten vollziehen können. John Hammond hat etwas Großes geschaffen, Nedry. Er hat die Genforschung für immer revolutioniert und dann hat er einen Freizeitpark aus seiner Entdeckung gemacht. Hammond war zweifellos ein Visionär, Nedry, doch hatte er die falschen Visionen. Was Biosyn angeht, nun ja, sagen wir, die Vision von Mr. Dutchson geht weit über einen Park hinaus. Spätestens nach Jurassic World wissen wir ja, dass Dr. Henry Wu ziemlich stolz auf seine Kreation war. Ja, er gibt sogar sich die Verantwortung dafür, dass die Wissenschaft überhaupt in der Lage gewesen ist, diese Dinosaurier erschaffen zu können. Irgendwie logisch, dass jemand wie Louis Dutchson dann auf Henry Wu einreden kann und ihm quasi vermittelt, ey, wir können einen Freizeitpark aus dieser wissenschaftlichen Revolution machen oder wir machen mehr daraus. Wir verändern die gesamte Welt. Dr. Henry Wu wäre definitiv empfänglich für so eine Art von Vision gewesen. Die Geschichte wäre also wie folgt weitergelaufen. Henry Wu begibt sich mit einer Splittergruppe von Ingen unter der Leitung von Peter Ludlow, dem Neffen Hammonds, zurück zu Isla Nubla. Er hatte Ludlow den Floh ins Ohr gesetzt, dass es essentiell wichtig sei, die Forschung zu sichern, die noch dort waren, und so viele Beweise wie möglich verschwinden zu lassen, die auch nur ansatzweise auf ihn oder seinen Onkel zurückzuführen waren. Das genaue Gegenteil war schließlich der Fall. Henry Wu verteilte gezielt Hinweise in den Ruinen des Parks, die ganz klar auf John Hammond und Peter Ludlow zurückzuführen waren. Peter habe seinem Onkel bei der Vertuschung und der illegalen Forschung geholfen, heißt es in den offiziellen Medien. Ludlow wurde die Leitung von Ingen entzogen und die Firma ging kurz darauf bankrott. Ebenfalls initiierte die Gruppe, mit der Dr. Henry Wu nochmal auf die Isla Nubla geflogen ist, um Daten zu sichern, Blut von Dennis Nedry in eine Leiche eines Parkmitarbeiters, der den Unfall ebenfalls nicht überlebt hat. Das hat den ganz simplen Hintergrund, dass wenn die Regierung früher oder später auf die Isla Nubla gehen würde, um da nach dem Rechten zu schauen, dass sie dann beim Observieren dieser Leiche Nedrys Blut und eben auch dessen DNA feststellen können und diesen für tot erklären. Nedry wäre somit also aus dem Schneider, weil er offiziell tot wäre. Peter Ludlow, der vermehrt Einspruch gegen die Entscheidung der Regierung einreichte, ihm die Firma Ingen wegzunehmen, verunglückte schließlich auf mysteriöse Art und Weise bei einem Autounfall. Biosyn wird sich des tragischen Verlustes von John Hammond und dem viel zu früh von uns gegangenen Peter Ludlow annehmen. Ich, Louis Dutchson, der neue CEO von Biosyn, gebe Ihnen mein Wort. Kurz darauf kaufte Biosyn die Firma Ingen auf. Es gab zwar noch einigen Gegenwind von jemandem namens Benjamin Lockwood, aber auch dieser Gegenwind erstickte letztendlich. Dachte Louis Dutchson zumindest. Biosyn verfügt nun also über die finanziellen Mittel, die Embryos und auch ein Forschungsteam auf der Anlage B, welche die da noch existierenden Forschungszentren benutzen würden. Die von John Hammond im The Lost World Film erklärte göttliche Fügung des Hurricanes Clarissa, der über die Anlage B hinwegstreifte, die passiert jetzt eben kurz nach diesem Szenario, das heißt noch bevor Dr. Henry Wu und Co. Anlage B überhaupt erreicht haben. Aus diesem Grund wurden sie nochmal von ihrem Zeitfenster aus stark nach hinten gesetzt. Sie mussten nicht einfach nur ein sicheres Territorium auf Anlage B erschaffen, sie mussten auch die Forschungszentren wieder von vorne aufbauen. Dr. Henry Wu würde also das Labor leiten, Louis Dutchson würde Biosyn generell kontrollieren und Dennis Nedry wäre für die Sicherheit des Teams von Dr. Henry Wu auf der Isla Sorna zuständig. Ob es jetzt so schlau wäre, nochmal Dennis Nedry zu vertrauen? Dutchson hatte seine Figuren aber fürs Erste auf dem Feld positioniert und schon bald würde er zum Schachmatt ausholen.
Doch auch Dr. Ian Malcolm soll hier nicht unbenannt bleiben in diesem Szenario. Ja, ich weiß, er ist in unserer vorherigen Was-wäre-wenn-Story leider gestorben. Allerdings sind seine Zitate über die Chaos-Theorie immer noch sehr präsent, auch in dieser Geschichte. Denn was Dewey Stutch nicht hat kommen sehen, ist Folgendes. 3 Monate nach dem Vorfall mit dem Hurricane Clarissa auf Anlage B treffen sich Dr. Ellie Sattler, Robert Muldoon und Alan Grant mit Benjamin Lockwood. Gerade Robert Muldoon, der Nedry schon immer sehr skeptisch entgegenstand, hatte die Befürchtung, dass er noch immer am Leben war und eben hinter all dem steckte. Wie das Schicksal es eben so wollte, hat auch Benjamin Lockwood etwas Persönliches gegen diese Maßnahmen, die eben gegen Injun eingeleitet wurden. Auch wenn Amiton Hammond im Streit lag, wusste Lockwood einige Sachen, die vielleicht noch wichtig werden würden. Aus diesem Grund berief er die folgenden 3 Figuren ein, eben Ellie Sattler, Alan Grant und Robert Muldoon. Hammond habe mal einen Dennis Nedry erwähnt und genau diese Information gibt er auch an diese Gruppe weiter und noch weitere Informationen, die wir im nächsten Was-wäre-wenn besprechen. Und dann kommen wir wirklich auf die Isla Sorna und es gibt ein Was-wäre-wenn. Ellie Sattler, Alan Grant und Robert Muldoon auf der Isla Sorna wären, zusammen mit Dennis Nedry und auch Henry Wu, die da auch ihre Forschung betreiben. Ihr merkt schon, das Szenario geht immer mehr in eine ganz andere Richtung. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu in den Kommentaren unten stehen. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren und schickt mir sehr gerne Hinweise, wenn ich irgendetwas oder irgendjemanden übersehen habe. Mal gucken, ob ich dann die Figur noch irgendwie mit einbauen kann. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.